Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Montag nach einem langen Wochenende. Ich wollte ja eigentlich Freitag oder Samstag, wollte ich hier hochkommen, wollte noch putzen ein bisschen. Ich habe nicht die Kurve gekriegt. Naja, so, heute Morgen fahre ich dann erst nach Landstuhl zur Lieper. Lade dort ein R29. Unterschied zwischen A und R ist, A ist mobil, R ist Kettenbagger. Also ich lade einen R29 und der geht dann nach Frankfurt hoch. Dann komme ich zurück. Weiß nicht, ob ich den Vierachser draufhänge erst oder ob ich gleich fahre. Und den Long Reach, der muss raus nach Mannheim. Das ist mein Tagwerk für heute. Also hier bin ich auf alle Fälle richtig. Jetzt muss ich hier warten, bis jemand kommt. Der weiß nicht, ob der mich dann mitnimmt oder ob ich hier ablade. Der Bagger hat ja Gummiketten. Ja, nicht das Problem. Ich meine, das hier war alles Neckermann früher. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass das hier alles mal Neckermann war früher. Hier war ich zu meinen Postzeiten.
hier. Die Farbe hier passt auch. Und nochmal ab, nochmal rein. Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 10 nach 4. Ich habe lang gestanden. Eingabe Fahrzeug, Fahrer 1, okay, Beginn Land, Deutschland, Eingabe gespeichert, okay. Pause. Beziehungsweise keine Pause, sondern Arbeitszeitbeginn. Gibt es Abfahrtskontrolle? Luftbefehl sieht alles nicht gut aus.
Tour. Thank you.
reißen wir in der Grundschule ab. Und da geht das Ding hin. Also echt, mein lieber Mann, ey, also mein lieber. So, haben wir zwei Bagger hier stehen. Einmal unseren KMC und einmal unseren 946. So, mal gucken, wie ich hier, ob ich hier gedreht kriege. Pumpe dran, okay. Eben hat sich ein Schlauch gelöst, der Zulauf. Vom Anschluss am Maschinenwagen gelöst. Jetzt sieht meine Rückwand sieht wieder nicht viel, aber es ist halt Öl. Zwei Reifen am Tiefleiter muss ich auch noch wechseln. Die drücken sich Eier raus. Oh, hi. 5 nach 5. Morgen früh fahre ich wieder hoch nach Dietrich. Ladenbrecher, da ziehe ich jetzt noch aus gleich. Das morgen früh nicht im Dunkeln machen muss. Ich fahre wieder bei Zeiten los. Dass ich so um 4:30 oben bin. Heute passt das von der Pausezeit her. Und dann hole ich den Brecher her. Der geht in die Werkstatt, schon wieder. Und dann hole ich den Landstuhl bei Lieper in R936. Der muss auf die A6, auf die Autobahn. Weiß ich halt nicht, ob ich da irgendwas filmen kann. Schau mal. Auf jeden Fall habe ich das Radio noch laufen. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Ja. War es das mal wieder für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für eure Geduld mit mir. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.